Die Botschaft des Tanzprojektes ist ja am Ende eine Trilogie. Wir haben vor 10 Jahren angefangen mit der Schöpfung, dann die Arche Noah und jetzt Babylon. Das hängt alles zusammen. In der Bibel ist das die Urgeschichte der Menschheit. Und ich finde es ganz wichtig, weil dort alles abgebildet ist, was zu unserem Leben gehört. Unser Leben selbst und wie es entstanden ist, die Katastrophen des Lebens und die Verhängnisse, in denen wir uns heute befinden. Es ist wichtig, dass junge Menschen und auch Menschen verschiedener Religionen oder auch ohne Religion diese Geschichten wahrnehmen und daraus etwas für ihr Leben lernen. Die von ESIM bei dem Projekt Beteiligten nehmen eine ganze Menge mit für ihr Leben. Es ist ein äußerster Gewinn für diese Menschen, dass sie inmitten anderer junger Menschen eine solche Aufführung haben. Allein schon die Bühne ist etwas Besonderes. Und dazu noch eine Bühne wie im HR-Sendesaal. Ich glaube, das ist ein unvergessliches Erlebnis für diese Menschen. Sie haben damit die Chance, so wahrgenommen zu werden, wie sie es verdienen, nämlich als Mitmenschen wie alle anderen auch.